Hallo, willkommen bei der IFM Elektronik. Wir befinden uns hier in dem IFM Truck direkt an der IFM Unternehmenszentrale. Heute präsentieren wir Ihnen unsere Neuheiten für das Jahr 2020. Kommen Sie einfach mal mit, wir zeigen es Ihnen gerne. Ja, Sandro, du wirst uns jetzt mal ein bisschen was zur Schwingungsdiagnose erzählen. Sehr gut. Was gibt's denn da so was Neues bei euch? Ja, wir können mit breiter Brust von uns behaupten, wir haben den ersten Schwingungssensor mit iO-Link jetzt auf den Markt gebracht vor kurzem. Okay. Was heißt das? Was kann das Gerät? Da ist es einfach ganz wichtig zu sagen, wir wollen mehr Werte generieren von einem Schwingungssensor als rein die Schwingstärke, die wir laut ISO 10816 festlegen. Das heißt, da wird wirklich nur die Schwingstärke betrachtet. Und wir haben gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wir können hin zum Diagnosesystem gehen, wo der Kunde dann einfach auch mit unserer Möglichkeit von IFM, was wir auch schon im Portfolio haben, eine Schwingungsanalyse machen. Aber da muss man auch ganz klar sagen, da machen wir eine händische eigene Schwingungsanalyse auch im Bereich des Spektrums. Und wir haben gesagt, das wollen wir noch einfacher machen. Wir wollen für einfache Maschinen, das ist ganz wichtig, ein System entwickeln, wo man ganz viele Prozesswerte sammeln und die geben uns auch schon direkt einen Indiz, beziehungsweise die sagen uns direkt, wo liegt der Fehler? Was haben wir? Haben wir eine Unwucht? Haben wir irgendwelche Schläge? Haben wir ein Schleifen in der Maschine? Und das war die Intention dahinter, dass wir sagen, wir wollen ein Plug-and-Play-Gerät anstöpseln und wir kriegen die Werte und müssen keine reine Analyse mehr betreiben. Also Plug-and-Play. Plug-and-Play, wie wir das gerne haben, genau. Genau, ja, okay. Gut, und jetzt sagtest du jetzt gerade, Mensch, verschiedene Prozessdaten einbinden, RMS und all sowas. Wie kann ich mir das letztendlich vorstellen? Wie kann ich das sehen? Mit welchem Tool sehe ich das dann? Das ist ganz normal wieder der Weg des IO-Links, der Kommunikation. Wir haben eine 1-zu-1-Verbindung von unserem Sensor direkt an den Master. Vom Master können wir dann wieder verschiedene Kommunikationswege wählen. Wir sagen Profinet. Wir gehen über Modbus TCP, wir gehen über EtherCAT, da sind wir wirklich ganz frei und können so sagen, okay, so kriegen wir unsere Daten einfach in die Steuerung und können in der Steuerung die Werte auswerten und verteilen, richtig einlesen. Aber haben wir natürlich auch die Möglichkeit, uns die ganzen Werte bei uns im LR-Device anzuschauen und so auch vom Büro zu schauen, was macht mein Motor. Das heißt, ich kann da auch einfach dann drauf gucken, wie geht's denn meinem Motor, wie geht's meinem Lüfter, wie geht's meiner Pumpe. Okay, ja. Also ich jetzt, sage ich mal, als Instandsetzer, wenn ich das Ganze über meine vorhandene Feldbus, über den vorhandenen Feldbus angebunden habe, kann das dann ganz bequem aus der Instandhaltung von meinem Bürostuhl, kann ich dann überwachen, was meine Engpassanlage zum Beispiel gerade macht. Genau, das ist absolut das, was wir uns auch davon versprechen. Das heißt, das ist einfach ein Mehrwert. Wir müssen nicht mehr an die Anlage gehen, um zu sehen, wie geht's hier eigentlich. Mhm. Wir haben jetzt auch Möglichkeiten über einen sogenannten Bluetooth-Plug. Das heißt, wenn der Sensor jetzt irgendwo verbaut ist, wo man an eine schwierige Stelle kommt und man möchte trotzdem die Prozesswerte vor Ort sehen, vor dem Motor, können wir hier einfach einen Bluetooth-Plug dazwischen hängen, können uns auf dem Handy die ganzen Prozessdaten angucken, wenn ich jetzt gerade vorbeilaufe. Also das ist dann einfach, okay, ich bin jetzt eher auf dem Weg, aber ich will mal gucken, wie geht's dem denn? Bin gerade nicht am PC. Kann ich da auch per Bluetooth mich draufschalten und gucken, was macht er denn? Ich habe auch noch an dem Gerät 2 Schaltausgänge. Mhm. Das bedeutet ganz einfach, wir können sagen, wir nutzen jetzt einen Wert, zum Beispiel den Schwingwert oder auch den Spitzwert und sage, okay, da weiß ich genau, wenn ich dieses Problem habe, muss ich eine Abschaltung zum Beispiel in die Wege leiten. Dann kann ich sagen, ich tue das direkt auswerten und sag, wenn dieser Wert auf meinem Schaltausgang kommt, möchte ich damit irgendwas bewirken. Und das ist auch noch eine Möglichkeit, das Gerät ohne IO-Link zu nutzen. Muss man aber ganz klar sagen, dann gehen mir natürlich diese ganzen Komforts von den ganzen Werten, die ich generieren kann, verloren. Mhm. Weil wir können auch noch weitere Diagnosewerte generieren, Diagnosedaten. Und zwar wird das jetzt Anfang Herbst kommen. Wir können zum Beispiel wieder einen Schaltzyklus zählen bei beiden Schaltausgängen und auch einen Betriebsstundenzähler kriegen wir integriert. Aber was da noch das Schicke ist, wir kriegen hier einen Live-Betriebsstundenzähler. Das bedeutet, ich kann meine Auslastung feststellen. Der normale Betriebsstundenzähler zählt los, sobald wir Saft auf das Gerät geben. Mhm. Und
der wirkliche, tatsächliche Betriebsstundenzähler, den wir jetzt integrieren, der zählt nur mit, wenn die Anlage wirklich in Betrieb war. Das heißt, ich sehe genau, okay, die ist jetzt 2 Jahre bei mir im Unternehmen, wir haben eine Schicht gefahren und haben auch dann genau so den Wert hier greifbar. Also hier wirklich interessant dann auch für die Qualität, die im Hintergrund dann arbeitet, genau, wie meine Anlage dann letztendlich in der Auslastung ist. Genau. Und der Sensor sagt mir auch noch, wie es ihm geht. Er sagt, okay, brauche ich jetzt eine Wartung? Ist alles in Ordnung? Oder bin ich in einem kritischen Bereich? Also da habe ich auch noch Möglichkeiten, weitere Daten einfach über diese IO-Link-Schnittstelle auszulesen. Also da sind wir sehr flexibel und generieren wirklich viele Daten. Auch wenn Sie jetzt sagen, ich möchte jetzt mal ganz tief in die Schwingungsdiagnose reingehen und habe ein gewisses Fehlerbild, bin ich in der Lage, für Schwingungsprofis zu sagen, ich nehme jetzt einfach mal Rotdaten auf. Ich nehme jetzt 4 Sekunden Rotdaten auf und spiele die dann in eine Analysesoftware über. Da haben wir dann auch wieder Software, zum Beispiel die VES-Software heißt das bei uns, und da spiele ich die Daten rein und kann das ins Detail dann wirklich auswerten und eine Schwingungsanalyse betreiben, die mir dann wirklich einen exakten Zustand gibt, ist zum Beispiel das Lager, ist am Außenring beschädigt und so weiter. Okay, das war jetzt eine Menge Theorie, was du mir jetzt so ein bisschen erzählt hast. Ich sehe, du hast ein bisschen was mitgebracht, ne? Du hast ein bisschen was aufgebaut. Praxis, genau. Zeig doch mal, was hast du denn hier aufgebaut? Genau, was haben wir hier aufgebaut? Generell haben wir hier erstmal ein Zahnrad und ein Lüfter. Dann zeig mal, was passiert. Genau, da sehen wir jetzt schon den ersten Wert nach oben schießen. Das ist der A-Peak, also der Spitzwert. Und sobald ich das wieder ausschalte, geht der natürlich auch wieder runter. Das sind nämlich kleine Schläge, die ich da im Endeffekt generiere über dieses Zahnrad. Mhm. Wir wollen jetzt erstmal mit diesem Wert die Grundschwingung in der Anlage erzeugen. Mhm. Dass wir einfach sehen, meine Anlage läuft. Wir wollen jetzt einen zusätzlichen Faktor mit reingeben oder zusätzliche Faktoren und wollen dann zum Beispiel hier durch den defekten Lüfter, da haben wir ein Rotorblatt abgetrennt, beziehungsweise ein Lüfterblatt abgetrennt, um künstlich eine Unwucht zu simulieren. Das heißt, du kannst gerne mal anschalten und dann sehen wir bei uns im Cockpit direkt, alles klar, wir haben eine Unwucht. Wir haben einfach direkt einen Anstieg und können so auch über Schaltpunkte mir Schwellwerte setzen. Ja. Das heißt, das haben wir jetzt hier gesehen, Schaltpunkt 1 ist für die Unwucht. Wenn ich die jetzt ausschalte, geht mein Schaltpunkt direkt aus. Das darf, ne? Genau. Und des Weiteren können wir auch einen Crash simulieren. Wenn ich jetzt einfach von einem metallischen Schlag ausgehe und ihm einfach einen kleinen Schlag hier mitgeben würde, sehe ich direkt in meinem Bild, ich habe einen enormen Peak. Und dieser Wert bringt mir auch die Schläge 1:1 über. Genau. Dann können wir das auch mal wieder ausschalten, genau. Haben wir genug Krach gemacht. Genau, dann haben wir genug Krach gemacht und dann hätte ich gesagt, gehen wir mal an das Schönste und an die kleine Drehorgel. Im Endeffekt wollen wir hier das Überrollen der Wälzlage in ein Pitting nachstellen. Das heißt, wir kriegen da ja ganz, ganz kleine Schläge. Und über diese Blättchen können wir diese Schläge simulieren. Und das kriegen wir über den sogenannten Crestwert ganz gut sichtbar, dass man einfach mal sieht, wie feinfühlig ist das System denn tatsächlich. Und da darfst du jetzt einfach mal ein bisschen Musik machen, hätte ich gesagt. Jetzt mache ich mal ein bisschen Und Musik, genau. Dann sehen wir schon ganz klar, wir gehen von unserem Crestwert, von dem Wert 3, direkt nach oben. Und das ist halt einfach für mich genial zu sehen, dass wir wirklich so kleine Faktoren einfach detektieren können. Und das ist genial. Also das heißt, nicht nur für, ich sag jetzt mal, größere Lüfter, sondern auch für kleine Applikationen, eigentlich da, wo ich eine Engpassanlage habe, wo ich, wenn ein Fehler auftritt, was mir am meisten Schaden zufügen kann. Genau, das ist klar. Man muss das von Anwendung zu Anwendung nochmal separat betrachten. Hm. Wenn wir jetzt hier nochmal hingucken, haben wir noch einen weiteren Prozesswert. Zum Beispiel die Temperatur. Hm. Die Temperatur natürlich auch ein Indiz. Habe ich eine Überlastung? Habe ich einen elektrischen Schaden? Habe ich zu wenig geschmiert? Und das können alles Indizien sein, dass die Temperatur nach oben geht. Deswegen sagen wir, okay, wir nehmen die Temperatur auch gleich wieder mit. Und können so nochmal einen Wert obendrauf setzen, der uns Fehlerbilder einfach veranschaulichen kann. Wunderbar. Sandro, ich sage herzlichen Dank für dieses tolle Produkt, für deine Vorstellung, für die Vorbereitung.
Sehr gerne. Der kleine Musikorgel hier. Ja, und ich sage einfach nur, danke, dass Sie uns mal wieder zugehört haben, hier aus dem IFM-Truck. Bis bald mal wieder.